Hallo, ich bin Ulrich und es geht um den Konrad Adventskalender für Kinder und da machen wir jetzt Türchen Nummer 11 auf. Da ist drin ein Widerstand. Wieder ein ganz normaler ohmscher Widerstand, alkoholischer Widerstand. Das sieht man daran, dass die Dinger beige sind. Es gibt die auch in blau, dann sind es Metallwiderstände, die verhalten sich elektrisch ein ganzes bisschen anders. Ja, sofern ich das dann beurteilen kann. So, ich hole euch mal ran. Gucken wir mal als PDF, was wir machen sollen. Öffne Türchen Nummer 11 und nimm einen Widerstand mit 1 Kilo Ohm, braun, schwarz, rot heraus. Baue die Schaltung nun so um, wie es der Plan zeigt. Wir bauen erstmal hier wieder, die beiden bleiben jetzt aus Protest da, wo sie sind. Nein, die rote kommt raus, da kommt die Blink-LED, da kommt die normale LED hin. So, das Kabel kommt raus, da habe ich ja hier meine Reserveplatine. Und der Elko geht auf die Reservebank. Der Transistor bleibt da. Ein Kilo Ohm Widerstand, der ist braun. Nee, das passt noch nicht. So, das ist das zweite Experiment, was wir machen sollen. Okay. Jetzt ist wieder eine SD-Karte voll. Trotzdem funktioniert hier irgendwas nicht. Hallo, ich bin Ulrich und es geht um den Konrad Elektronik Adventskalender für Kinder. Und da machen wir heute kein Türchen auf. Es geht nochmal um Tag 11. Ich muss mal gucken, was ich retten kann. Da gab es ja Probleme mit der Blink-LED. Und schauen wir mal. Gut, bauen. Schauen wir mal und bauen wir mal. Baue die Schaltung nun so um, wie es der Plan zeigt. Gut, machen wir das mal. Also Disclaimer als erstes, ich habe diesen lästigen Schalter rausgenommen. Ich hole das jetzt mal runter. Ich habe ein paar Änderungen vorgenommen und zwar habe ich die Sicherung anders gesetzt und ich habe diesen lästigen Schalter rausgenommen, weil der stört. Damit ist diese Brücke natürlich auch überflüssig. Ja, so, jetzt soll dieser Taster raus und damit soll die beiden LEDs müssen wir tauschen. Die Blink-LED legen wir hier, aber die tauschen wir nicht. Das war jetzt nicht ganz korrekt. Das ist der verkehrte. Da sollen beides 4,7 liegen. Und dann brauchen wir noch ein Kilo. Der Kondensator, den brauchen wir auch nicht. Also den Elko. Und der kommt dorthin. So, da können wir die Schaltung in Betrieb nehmen. Was passiert jetzt hier? Und zwar, dieses ist ja hier, ich nehme die Blinker mal raus. Über diesen Weg hier läuft der Basisanschluss und der schaltet ja den Transistor. Und diese Blink-LED, wenn sie aus ist, das war ja das Problem, was wir an Tag 9 hatten, schaltet sie den Transistor dann auch ganz aus. Darum blinken jetzt hier alle drei. So, jetzt sollen wir den Kilo hier rausnehmen. Und dann passiert genau das. Das ist jetzt der Vorgriff auf die Darlenkenschaltung, dass die Verstärkung ist so groß, dass der Transistor jetzt immer durchschaltet. Es ist ihm also der Reststrom, den diese LED durchlässt, ist groß genug. Ja. Gut. Soll es das mit dem Nachtrag zu Tag 11 gewesen sein? Kommt als nächstes Tag 12. Wir leuchten bei Berührung. Bis dahin. Tschüss.